Einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ja, wie ihr seht, heute bin ich wieder in voller Montur unterwegs. Saskia, Marvin und Serafin. Hanna ist leider nicht dabei, die hat irgendwie keinen Bock, warum auch immer. Gut, das ist, glaube ich, weil ihr euch den ganzen Tag seht, ne? Es ist früh, vielleicht sieht man es im Hintergrund, es ist noch ein bisschen dunkel und wir sind heute bei einer Location, die ich auch schon sehr oft angefahren oder dann vorbeigefahren bin, weil das immer so einer der Hauptstrecken ist, wo die liegt am Ortsausgang. Das ist ein ehemaliges Ferienheim der VEG, die gab es nämlich damals auch. Es gab ja damals von den VEB-Kombinaten Ferienheime, FDGB-Heime und es gab auch noch die VEG, das war das volkseigene Gut. Viel erzählen kann ich darüber nicht. Das war halt mal ein Gut gewesen, das wurde zu Ostzeiten enteignet. Hier hat wahrscheinlich auch der Gutsherr damals drin gewohnt. Aber wie gesagt, es gibt nicht viel zu erzählen. Einige denken, das ist ein Bahnhofsgebäude, weil hier in der Nähe ist auch, das sieht man glaube ich auch im Hintergrund, klar, hier sind nämlich Bahngleise, aber hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe hier vor ein paar Wochen mal kurz reingeguckt, ziemlich viel Müll, was hier rumliegt. Das wurde damals wahrscheinlich von heute auf morgen einfach Sachen gepackt und verlassen. Und ja, vielleicht kennen es einige von euch. Ihr wisst ja, wenn ihr es kennt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir ziehen jetzt los. Euch viel Spaß und ich hoffe, euch wird es dann auch gefallen. Natürlich, ja. Ja, stimmt. Hast du Bücher mitgenommen? Ja. Ja, Saskia wollte mit mir noch ein paar Fotos machen. Ihr wisst ja, ich habe ja gesagt, Saskia ist ein Bücherwurm und verbindet das gerne mit Lost Places. Sie wird dann wahrscheinlich mal irgendwo in der Ecke doof rumstehen und dann mal ein Foto machen. Nicht wundern, wir fotografieren keinen Müll. Doch, machen wir ja auch. Entschuldigung, ja, schlag mich doch. So, gut, dann werden wir uns jetzt mal auf den Tisch machen. Viel Spaß euch, los geht's. So, auf jeden Fall müssen wir leise sein. Da hinten ist nämlich ein Grundstück. Also wirklich, wir müssen hier leise sein. Wachsamer Nachbar. Und das letzte Mal, wo ich hier war, war nämlich auch die Tür offen. Aber ich finde gerade den Eingang nicht. Hier ist der Eingang. Ja, der Baum lag letztes Mal aber nicht hier vor. Das ist neu. Also die Tür ist noch offen. Die ist wieder offen. Ich habe die mich letztens einfach rangemacht. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen durch den Dschungel. Wir hätten auch einfach durch die Tür hier vornehmen können, sehe ich gerade. Ah, ich bin so blöd. Ja. Warum einfach, wenn es noch schwer geht, wir hätten einfach den Haupteingang nehmen können, ne? Ja. Ja, ist egal. Toll, das ist schon hell draußen und wir brauchen trotzdem eine Taschenlampe. So, gucken wir mal. Hallo, ist jemand hier drin? Kontrollgang. Ja Leute, hier ist das, was ich euch gesagt habe, also guckt euch das mal an. Ja, wir sind noch nicht mal richtig drin und hier ist wirklich alles voller Müll. Auf jeden Fall. Hier sind ja Kinderklamotten und alles. Ja, na, ich weiß nicht, was das mal später war. Hier haben ja auch mal welche gewohnt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass hier damals noch Leute waren. Hier Brandstiftung, Kinderschuhe, hier liegen Briefe rum. Denkt dran, nicht vorlesen, nicht unbedingt, was mit Namen und Adresse zu tun hat, ne? Ja, mir passt das halt nur gar nicht, dass es noch dunkel ist. Okay. Jetzt sieht nämlich jeder, dass wir hier drin sind. Ey, vor allem hier ist noch das ganze Möbel ja vorhanden und irgendwie alles einfach zusammengeschmissen worden. Drei Klang. Da hinten liegt ein Buch, Dreiklang. Ja, das ist ein V-Tech. So, hier durfte ich jetzt eigentlich gar nicht, weil genau hier hinter. Ey, ist das ein Badezimmer? Ist das geil. Ist das auch geil? Guck mal, das ist geil. Ich finde das immer so geil. Ja. Großer Spiegel. Hallo Leute. Was ist hier hinter? Eine Dusche ist das mit Spiegel. Dusche mit Spiegel. Das ist ja geil. So. Hier ist ein Tresen. Und CDs. Was haben wir denn hier? Colin McRae ist ein Spieler. Boah, hat einer Bock auf einen Kaffee?
2019. Ach so, hier ist ein Graffiti dran. Ja, das hat einer vor 4 Jahren hier angeklatscht. Ey, überall Müll. Da frage ich mich, vor allem sind alle... Was? Regale? Ja, alter PC. Ausgeschlachtet. Ist das hier leise? Dicker, hier ist ein dicker Teppich drin. Guck mal hier, das ist, wo man sein Kind, glaube ich, einsperren kann, damit es nicht abhauen kann. Was? Ja, das ist nicht so groß. Aber oben die Decke, die sieht mir jetzt auch nicht so toll aus. Hey Leute, ich bin immer rumgelaufen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, guckt mal! World of Warcraft! Da ist aber bestimmt nicht mehr die... Die ist nicht mehr drin. Krass. Ja, geh mal runter. Ja, Marvin hat gerade den Keller entdeckt. Hier ist noch der... Einer der letzten Hausbewohner. Der letzte Hausbewohner? Ja, wenn die Mickey im Haus hat, das ist nicht der letzte Hausbewohner. Ich habe hier so eine fette Spinne gerade in der Ecke gefunden. Ja, das lebt ja. Und das haben wir hier. Hier haben wir ein Buch. Ja, Star Trek. Irgendwelche Filme. Ist das hier ein Vokabel? Achso. Das sind alle Filme. Ja. Okay. Ich habe die CD, glaube ich, gefunden. Von World of Warcraft, oder? Ja. Wirklich, also, vor allem die Dusche da hinten mit dem Spiegel, ja. Soll ich mal? Ja, nee, lass mal, das ist, ich sehe das schon, eine braune Gewitter da drin. Ich gucke jetzt aber nicht weiter. Aber dann lass uns mal nach oben gehen, was? Auf jeden Fall, hier ist überall Spielzeuge, Puppen, Kuscheltiere. Hier fehlt eine Stufe. Ich war eben halt schon rum gewesen. Peng, peng. Ja, deshalb ist es mir auch ganz recht, dass er mitkommt, weil er zeigt auch richtig Interesse. So, viele, viele Fußspuren. Hallo, ist hier oben jemand? So, hier oben ist auf jeden Fall ein Leerrand und wir müssen hier ganz doll aufpassen. Ja, das Dach fängt nämlich schon an hier. Der Boden ist nicht so angelegt. Nee, das ist der Teppich, der hier drin ist. Oh. Ah, hier oben, die haben hier alles runtergeholt. So, und da drüben ist nämlich Haus. Und die würden jetzt genau sehen, ich habe gerade voll rüber geleuchtet. Hier oben ist aus, was im Badezimmer. Ja, also man sieht, dass es auf jeden Fall in, ich glaube, bis in die 2000er hatte das noch einen Nachwuchs. Ich glaube, das war sowas in der Art wie ein Kindererholungsheim später noch gewesen. Also auf jeden Fall weist hier ziemlich viel darauf hin, dass hier Kinder waren. Und wenn man sich das Graffiti hier anguckt, es war nämlich auch schon... Na gut, das war doch später da. So, und jetzt kommt wieder ein richtig geiler Raum. Ey, guckt euch das mal an. Was war das denn für ein Badezimmer gewesen? Hä? So, da war auf jeden Fall ein Waschbecken. Und das sieht aus, guck mal, da war auch Kinderhöhe gewesen. Das ist so, das ist jetzt genau auf Oberschenkelhöhe hier. Und eine richtig geile Eckbadewanne. Die nicht mehr da ist, aber hier war eine Toilette. Schon wieder. Ihhh. Ach so, Alter, hier ist ein BD. Ey, hier willst du kacken, Jan, konntest du gleich den Arsch sauber spülen. Sehr geil. Bin echt beeindruckt von dem Ding, wa? Auch wenn er total kaputt und zwar Müll schon ist. Aber hier scheinen schon einige um ihr Haus und die Speise zu haben. Hier hinten ist wieder eine Puppe. Nein, oder? Ey, guckt mal. Hier konnte man sich früher bräunen. Krebs garantiert. Ja. Oh, Marvin kommt.
Ey, das gefällt mir hier, wa? Weil wir das Haus nicht kaufen, legen wir alle zusammen. Ist genug Platz für alle da hier. Na, machst du fleißig Fotos? Machst du fleißig Fotos? Na klar. Doch, wenn die geil riecht, schon echt gammelig. Was, da hinten? Geile Badezimmer mit Popo-Waschanlage. So. Da haben wir noch eine Etage vor uns und dann sind wir hier schon durch. Es ist viel Platz, aber es sind große Räume. Und da ist man ziemlich schnell durch. Die Außenanlage auf jeden Fall. Ich traue mich das gar nicht zu zeigen. Das kennen doch viele von euch bestimmt schon. Wir waren hier. BV was? NAS und IS 22. Okay. Ich kann es nicht lesen, aber ihr wart hier. Grüße gehen raus. Teddybär, dreh dich um. So, jetzt riskiere ich mal vorsichtig hier den Blick. Guck mal, ob ich das hinkriege. Ja, hier ist auf jeden Fall, ich versuche das mal, kann man das sehen? Da drüben ist ein Balkon, schöne Terrasse. Sehr geil auf jeden Fall. Ja, wenn Marvin fertig ist, dann nehmen wir noch auf den Dachboden, mal gucken, was da oben ist. Ja, hier ist noch der andere, hier kann man sogar durchluchsen. Ja, da hinten ist auch noch was, ein Gebäude, wenn ihr das sehen könnt, da gehen wir aber nicht rüber, weil wie gesagt, dahinter ist ein Grundstück. Was für ein Turm? Wo siehst du einen Turm? Hä? Ich stehe noch vor der Ach, da vorne. Ja, das gehört auch noch dazu. Aber da können wir nicht hin, weil dahinter ist ja das Haus. So, letzte Etappe, lass mich mal vorgehen, weil man weiß ja nicht, wie da oben aussieht, weil unten alles mit Wasserflecken voll ist. Kann ja sein, dass das Dach schon gelitten hat. Ihhh, das ist aber ein unheimlicher Dachboden. Der ist so niedrig. Aber hier oben ist ja ein Scheißhaus. Gleich geradezu kannst du erstmal schön durchs Scheißhaus gehen. Kleines schnuckliges Badezimmer, Dusche, wieder mit Spiegeln, dem schönen Mosaik. Ja, hier hat man schön ordentlich alles rausgeklaut. Kloster klopft, die Badewanne klaut. Ja, und hier einer der Undichtigkeiten. Alles nass. Das kommt irgendwo hier oben durch. Noch könnte man aus dem Haus was machen. In ein paar Jahren kannst du das dann auch vergessen. Ja, das sieht jetzt schlimmer aus, wie es ist, solange die Statik noch vorhanden ist. Also cool ist es ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wird nach draußen riskieren. Ja, hier ist gleich nämlich auch die Landstraße. Oh, das ist richtig geil. Ja, und so sieht das da oben nicht überall auf dem Dach aus und deshalb wird es mich auch so schön. Nass sein. So, bin dann stehen. So. Darf ich mich wieder bewegen? Mhm. Okay. Klar, stimmt. Ja, hier oben war jetzt ja nicht wirklich viel gewesen, wa? Hier ist noch so eine kleine Fummelecke. Habe ich nicht gesagt. Also neu. Ja, das wurde später mal umgebaut. Wie gesagt, früher war das mal ein Ferienheim. Und später hat man daraus noch was anderes gemacht. Ich vermute, dass es halt irgendwie sowas ist wie ein Kinderheim oder sowas. Oder dass sie in der Familie gewohnt hat, die halt Pflegekinder aufgenommen hat. Und die sind dann irgendwie von heute auf morgen hier raus. Entweder konnten sie irgendwelche Posten nicht mehr tragen. Oder halt wirklich einfach eine Großfamilie drin gewohnt. Und die haben sich hier einfach verpisst. Aber hier unten gesehen, das sind alle Umzugskartons, die wurden irgendwann mal ausgekippt. Ja. Ja, ne, kann nicht stimmen. Ganz viele Schulunterlagen von irgendwelchen Kindern. Ja, ein Haufen persönlicher Kram vor allem, ja, und auch Unterlagen und so weiter. Und ich habe hier nichts gefunden, gar nichts. Man könnte jetzt natürlich wieder die Dorfbewohner fragen, aber wer weiß, wie die auf ihn zu sprechen sind. Aber die könnten ihnen vielleicht erzählen. Ja, vielleicht sieht er ja aus. Die gab
Bin ich auf jeden Fall. Ja, das ist aber für mich die Frage, die wurden aber später mit Sicherheit gemacht. Weil der Haus steht schon seit über 10 Jahren. Ja, das weiß ich. Damals war ja auch noch eine Satellitenschüssel oben am Balkon. Die sehen auch recht schnell aus. Ja, da sind ja die Daten dran, wann sie gemacht wurden. So. Kommt GameTag um. GameTag? Ja. Will ich ja mal spielen. Was ja, hier wurde eine Biker World of Warcraft gefunden. So. Nicht bei den großen Müllhaufen, da ist der Keller wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt gehen wir mal zu meiner Phobie. Hier liegen wieder Unterlagen. VHV-Versicherung. Echt jetzt? Hallo? Ist der Poltergeist zu Hause? Meinst du, der Geist, der hinter die Eier beißt? Ja, der Geist, der hinter die Eier beißt. Also, was haben wir denn hier? Hier ist noch ein Stück. Lulu. Hat Lulu? Lulu, ey, guck, da ist er, der Kleine. Na du, kleine Lustplatzpümmel. Oh, ist er nicht schnucklig, der Kleine. Aber er hat einen ganz schönen Hänger heute, wa? Ja, ein Stück von der Heizung. Ein Stück Scheinwerfer. Hä? Was ist das denn? Das ist irgendwie vom Zahnarzt oder sowas. Irgendwie schon, oder? Hä? Schade, ne? Nee, das ist bestimmt so ein Baustrahler oder sowas. Wassermangel, entriegeln, prüfen. Prüfen. So, was haben wir hier? Nee. Oh, ist ja ein I. Ist ja ein I-Keller. Das müsste hier der Wasserkessel sein. Hier ist die Wasserversorgung drin. Boah, Alter. Jetzt noch ein bisschen leiser, bitte. Lauter meine ich, lauter, nicht leiser. Nicht hier irgendwas. Reißzwecken liegen da noch ein paar. Reißzwecken. Aber hier auch. Alle, die plündert. Du bist größer als ich. Jo. Weil du auf der Tür stehst. Was? Das ist hier. Keine Ahnung. Ja. Da hinten ist komisches Salz. Isoliersalz. Salz ist? Isoliersalz. Das ist ein Isoliersalz. Habe ich auch noch nicht gehört. Was ist das hier für ein Gerät? Was? Das hier? Ja. Achso, das hier. Das ist ein Gerät. Der Gerät, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, hier kommt ein Krach hier. Da kommt ja gleich die Polizei. Ja, Werkzeug, also das war hier so ein Mischraum. Das da Schnellspachtel. Brauchst du noch einen Bügeleisen? Ja, toll. Kann er nicht mehr machen. Tja, wie Sie sehen Sie nichts. Aber das verstehe ich jetzt hier nicht. Ja, da sollte mal Scheiße abfließen. Ja, das ist das Scheiße-Rohr, aber wahrscheinlich, wissen wir, falls mal Etappenverstopfung ist oder was. Ist ja komisch. Guck ich mal. Aber man hat ja auch wirklich nichts. Alter, guckt euch das mal an hier. Ein enger Gang und da hinten ist ja wahrscheinlich noch ein Raum. Das macht mir gerade so ein bisschen Angst. Hallo. Ey, was ist das denn? Das ist ja. Leute, wo seid ihr? Ihr seid da. Das finde ich jetzt so ein bisschen. Boah, wenn du hier ein Kind runterschickst und Kohlen holen, das scheißt dir schon in der Hosen. Das ist hier einen schmalen Gang und dann hast du hier einen Raum, der mal zugemauert war. Okay, hallo? Aber hier ist eine Tür nach draußen, okay. Nee, ich hab grad gedacht, das ist hier so ein einzelner Raum. Also da hinten kommt man raus, da hin wir aber nicht raus, auf dem Hof können wir ja nicht. Hier liegt noch Baumaterial rum und das liegt hier schon ewig. Irgendeine Tür, die am Vergammeln ist. Das ist trotzdem ungewöhnlich. Einfach mal einen Durchschlag hier machen. Aber ich habe gerade überhaupt keine Angst. Ich bin im Keller und habe keine Angst. Ja, das war wahrscheinlich nichts da. Wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich wahrscheinlich hier irgendwo in der Ecke kauern, weil dieser schmale Gang. Jetzt kommt noch der Marvin. Ja, du hast sowieso nicht Angst. Der Seraphim ist auch so ähnlich und ich hatte ja keine Angst.
Probier damals in den Kinderheim waren, da warst du ja oben im Keller. Du warst ja da richtig. Ich hab gesagt, der größer ist, der hat die Arschkarten. Ja. Ja, Marvin, warst du wirklich schon. Ja, ich hoch. Ja. Aber dann haben wir die 4 cm, weißt du? Jetzt werde ich wieder runter gemacht mit meinen 1,70. So, dann sind wir jetzt durch alle Räumlichkeiten eigentlich durch, wa? Sind wir? Ja. Mal, du musst dir mal in den Raum angucken, ja, wie die Decke vom Einsturz gesichert ist. Hier im Keller? Ja. Echt? Ja. Gucken wir uns mal an. Geh, kleines Kind, geh. Scheiße. Hä? Guck mal, Steine sind schon kaputt. Oh. Okay. Okay. Das sieht aus wie nachträglich hier mal hier bauen. Ja, der Tier ist schon Feuer. Was war denn das? Ii, ah, oh, scheiß Wäsche dahin, Alter. Das war gerade total kalt im Land. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an das Haus, wo mal meine Ex drin gewohnt hat, also die Mutter von meinem Sohn. Da haben die aber einfach hier Backsteine. So 3-4 Säulen übereinander gestapelt und so haben sie den Fußboden gestützt. Das war total geil, das Haus, das war richtig sicher. So, ich würde sagen, Seraphim, ab nach oben. Diesmal darfst du gerne vorgehen. Vorsicht, nicht dass der Pimmel da noch weiß. Tschüss, Lulu! Das ist ein M, der da unten liegt. Ja, aber da eine Raffelkiste bei. Eine Raffelkiste bei? Hast du bei dir gespielt? Das treppe runter. Oh. Wir auch mal den Autoschutz. So, wir bahnen uns dann nach draußen, wa? Ja, ey. War ich nicht. Echt mal. Was sollen die Leute denken? Wo ist die CD? Ja, du, das ist sie nicht. Das ist eine gebrannte CD. Ja, das hat Marvin schon entdeckt. Game Tycoon. Und hier hinten liegt World of Warcraft. Da. Oh, ich bleib hier im Müll hängen. Das ist sowas auch. Da. Das ist so eine Spielebox. Was ist das? Kosmos? Electronics. Nein. Nein. Oh, was haben wir denn da drin? Eine Kassette. Wo wurde die denn hergestellt? Steht da. Oh, die ist aus West Germany. West Germany, was ist da drauf? Natal, Ding, Welt, was? Weltmacht? Kann ich nicht lesen. Ja, das ist eine West-Produktion. Und was hast du da Schönes? Eine CD mit? Achso, Spiel. Mit Spiel. Chaos Control und Night Chase ist drauf. Kenne ich keins von denen. Hier ist noch ein Labello. Ach, nee, ist ein Brettstift. Kannst du einen schniefen? Brettstift. Warum ist das immer so interessant, durch Müll zu wühlen? Das ist so typisch Ossi. Ja, nicht jetzt die anderen Kollegen, dass sie sich beleidigt fühlen. Oh, hier haben sie Kiffer-Movie-Videos zusammen. Zivilation, kenne ich auch nicht. Das ist vor deiner Zeit. Das ist sowas wie Siedler. Kennst du Siedler? Sag mir was. Ja, das ist aus den 90er, glaube ich, war das. 2000 oder 90er. Ein Ballerspiel oder was ist das? Nein, das ist so ein Strategie-Aufbauspiel. Ach so. Oder halt so. Dann will ich gerne dicke Tits mitnehmen. Spaß. Oh, hier liegen noch Fotos. Kinderfotos sind hier zwischen. Halt Kinder? Oh, da. Ja. Siehst du das? Die sind jetzt bestimmt schon erwachsen oder heranwachsende. Halloween 3, oder? So, Leute. Ja, ich will jetzt hier drinnen mich verabschieden. Wir sind jetzt überall durch. Ja, große Räume, aber so eigentlich gar nicht so groß das Haus. Aber geil muss das hier mal ausgesehen haben. Es gibt im Netz auch einige Seiten, da gibt es Bilder dazu, wie es früher hier ausgesehen hat, wo man auch schon reingekommen ist. Früher ist man bloß durch die Fenster reingekommen und da war das Inventar teilweise noch vorhanden. Hier gab es zum Beispiel auch mal so, wie heißt denn der Tischkicker? Stand ja auch irgendwo, aber ist verschwunden. Ihr habt gesehen, das wurde hier ausgeraubt. Ja, und naja, ich denke mal, dass hier im Hintergrund der Müll, der hier rum liegt, dass das mal alles verpackt war. Vielleicht wollte man das später abholen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, ich habe hier nichts weiter rausgefunden. Und jetzt scheint ja auch das Dorf langsam wach zu werden. Das heißt, wir gehen jetzt zum Auto, fahren zur nächsten Location,
Die seht ihr wahrscheinlich dann nächste Woche. Ich weiß es noch nicht genau, wann ich das ausstrahle. Das ist eine Location, die ich schon mal vor ein paar Monaten besucht habe mit Nele zusammen. Und da hat mein Corsa das Zeitliche gesegnet. Ich fahre jetzt wegen Serafin dahin, weil die auf Graffiti steht. Und ich würde sagen an dieser Stelle, ja, fahren wir da schön mit euch. Mit euch bin ich heute noch ein bisschen unterwegs. Ihr sitzt dann beim nächsten Mal und ihr wisst ja Bescheid. Ne? Ja, habe ich keinen Bock drauf. Abonniert mich, lasst ein Like da, wenn ihr neue sagt. Das ist eigentlich, was ich gar nicht mehr sagen will. Ich bin gerade so ein bisschen, ihr hört es bestimmt im Hintergrund, ja, ich bin so ein bisschen jetzt schnell raus hier und weg. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Komm von da.